Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Predigttext für den Sonntag Kantate steht in der Apostelgeschichte im 16. Kapitel. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen, von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tut dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und alle, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen, und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich in seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Ist das nicht eine verrückte, abenteuerliche Geschichte, die wir da gerade gehört haben? Vielleicht denken einige von Ihnen jetzt: Das ist doch wieder mal typisch Bibel. So eine Geschichte ist doch völlig unrealistisch. Zwei Knastbrüder singen mitten in der Nacht fröhliche Lieder, während um sie herum die Erde bebt, die Türen des Gefängnisses aus den Angeln gehoben werden und dann auch noch ein Fest im Gefängnis gefeiert wird. Seltsam, denken Sie jetzt vielleicht. Und doch lohnt es sich, diese verrückte Story einmal genauer unter die Lupe zu nehmen, weil sie von dem spricht, was unser Leben frei macht und ihm Sinn gibt. Da sitzen zwei Männer im Gefängnis. Paulus und Silas heißen die beiden. Sie waren Missionare und hatten sich Großes vorgenommen. Sie wollten das Evangelium von Jesus Christus nach Europa tragen. Sie wollten den Menschen von der Liebe und Freundlichkeit Gottes erzählen und sie für Jesus Christus gewinnen. Sie wussten, ihre Botschaft war brisant und stieß nicht bei allen auf Begeisterungsstürme. Obwohl sie mit Unannehmlichkeiten zu rechnen hatten, verschwiegen Paulus und Silas nichts von der Botschaft Jesu. So haben sie sich nicht nur Freunde gemacht. Ihr mutiges und unerschrockenes Bekenntnis für Christus brachte sie gleich in der ersten Stadt auf europäischem Boden ins Gefängnis. Endstation Knast würden heutzutage die Zeitungen titeln. Der Zorn des Volkes auf Paulus und Silas war groß. Ausgepeitscht hat man die beiden und danach ins dunkelste Verlies gesperrt. Ihre Hände wurden angekettet und die Füße in einen Holzblock gepfercht. Eine ziemlich hoffnungslose Lage für die zwei Männer. Dass sie nicht sehen konnten, weil es stockdunkel um sie herum war, dürfte noch ihre kleinste Sorge gewesen sein. Weil schwerer waren wohl die furchtbaren Schmerzen der Peitschenhiebe zu ertragen. Und dann diese schweren Ketten, die ins Fleisch schlugen. Ganz zu schweigen vom Holzblock an den Füßen, der keine Bewegung zuließ. Keinen Zentimeter konnten sie sich rühren.
Welche Gedanken sind den beiden da wohl durch den Kopf geschossen? Ich hätte mich jedenfalls gefragt, ob ich jemals aus diesem Käfer noch wieder herauskommen würde. Ganz sicher aber hätte ich vor Verzweiflung und vor Schmerzen geklagt und geschrien, geweint und gezetert. Irgendwann hätte ich dann völlig erschöpft vom Weinen den Kopf sinken lassen und wäre angesichts meiner eigenen Machtlosigkeit in Selbstmitleid verfallen. Ganz anders Paulus und Silas. Ausgerechnet diese beiden Männer fangen plötzlich an, ein Lied zu singen. Sie singen es nicht leise und mit Tränen verzerrter Stimme. Nein, sie loben Gott so laut, dass es auch den anderen Gefangenen nicht verborgen bleiben konnte. Ihr Gesang, ihr Lob Gottes, durchdringt selbst die dicksten Gefängnismauern. Ist es nicht erstaunlich? Mitten in der Nacht fangen die beiden Männer an, Loblieder zu singen. Obwohl sie eben erst brutal misshandelt worden waren und nun in diesem dunklen und dreckigen Loch saßen. Sie singen, obwohl sie damit rechnen mussten, dass sie das Gefängnis nicht mehr lebend verlassen werden. Was ist es, habe ich mich immer und immer wieder gefragt, was diese beiden zum Singen antreibt. Hätten sie nicht allen Grund zum Heulen gehabt? Aber das Verrückteste ist ja, dass sie Gott loben und preisen. Was gab es denn in ihrer hoffnungslosen Situation noch zu loben und zu preisen? Ein Klagelied lege doch näher als Gottes Lob. Was würde ich denn singen, wenn ich in einem solchen Loch festsäße? Was würden Sie denn singen, liebe Gemeinde? Würden wir überhaupt singen? Warum singen Menschen in der Not? Lieder, das sind Kraftspender. Sie haben eine befreiende, tröstende und ermutigende Wirkung. Musik berührt uns. Sie spricht unser Innerstes an und sie ist die stärkste Waffe gegen Melancholie und Depressionen. Gerade unsere Kirchenlieder sind ein ungeheurer Schatz, der vielen Menschen immer wieder Mut und Kraft zu geben vermag. Vergangene Woche. Es war an einem sonnigen und milden Abend und ich saß gerade bei offenem Fenster an den Vorbereitungen für den heutigen Gottesdienst. Da hörte ich jemand ganz leise Mundharmonika spielen. Ich schenkte dem anfangs keine Beachtung. Doch dann wurde die Musik lauter und ich hörte genauer hin. Ohne Zweifel, da spielte jemand im Hof des Nachbarhauses Kirchenlied. Ich wusste, dass dort eine ältere Frau wohnt, die aber kaum das Haus verlässt, weil sie schon seit Jahren an einer chronischen Krankheit leidet. War sie es, die da spielte? Passend zum Sonnenuntergang erklang das Paul-Gerhardt-Lied, die güldene Sonne voll Freude und Wonne. Nach etwa 10 Minuten verstummte der Klang der Mundharmonika und ich hörte nun eine Frauenstimme eben jenes Kirchenlied singen. Meine Neugierde war jetzt riesengroß. Ich wollte unbedingt wissen, wer da spielte und sang. Kurz entschlossen streckte ich den Kopf zum Fenster hinaus und sah meine Nachbarin. Wir kamen ins Gespräch und sie erzählte mir, dass sie fast täglich musiziere. Die Kirchenlieder seien für sie eine Quelle des Trostes und der Kraft. Und gerade wenn sie gesundheitlich besonders angeschlagen sei, so erzählte sie mir, würde sie zum Gesangbuch greifen. Wenn wir singen, werden die Texte in uns lebendig. Bewegen unsere Seele, sprechen Trost und Frieden in unser Herz hinein. Anders und tiefer als Worte das können. Um Mitternacht aber beteten Saulus und Silas im Lob Gott, und die Gefangenen hörten sie. Die beiden Männer im Kerker von Philippi haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt und sind nicht vor Angst und Verzweiflung verrückt geworden. Sie haben mitten in der Nacht zu singen begonnen. Wir wissen zwar nicht, was sie gesungen haben, aber wir wissen, wem sie gesungen haben. Gott. Paulus und Silas lobten Gott. Mitten in der Nacht, mitten in der Finsternis,
Mitten in Schmerzen und Not fingen die zwei Männer an zu singen. Statt Angst und Entsetzen Gesang. Auch wenn das Lob Gottes das schreckliche Ende nicht von sich aus abwenden kann, der Gesang zeigt, dass auch in der größten Not, in höchster Lebensgefahr, kein Mensch so gefesselt sein kann, dass sein Glaube ihm nicht zu helfen vermag. Der Gesang zeigt, mein Glaube kann nicht zerbrochen werden, auch wenn mein Körper leidet. Paulus und Silas haben ganz sicher nicht gesungen, weil es dem Kerl das so gut gefiel, sondern weil sie schon so oft erfahren haben, wie Gott in ihr Leben eingreift, weil sie gelernt haben, dass er manchmal Wege versperrt, aber gleichzeitig neue Wege eröffnet, sodass das Leben als Christ weitergeht. Ich bin überzeugt, die beiden ging dieses Lied nicht so leicht von den Lippen. Denn mit schmerzhaft gespreizten Beinen in einem Holzblock eingespannt zu sein, macht das Singen nicht gerade leicht. Aber Paulus und Silas fanden die Kraft zum Gotteslob, weil sie die Gewissheit hatten, bei Gott Zuversicht und Geborgenheit zu finden. Sie wussten, Gott ist unsere Rettung und unser Heil und nichts auf der Welt kann uns trennen von der Liebe Gottes. Auch nicht die dicksten Gefängnismauern und die schwersten Ketten. Liebe Gemeinde, wir alle kennen diese dicken Gefängnismauern und die schweren Ketten, die unser Leben einschränken, die uns fesseln und zu erdrücken drohen. Es sind nicht die Mauern von Philippi, aber es sind unsere persönlichen Sorgen und Nöte, die uns quälen und uns die Luft zum Atmen nehmen. Es ist die Angst um den Arbeitsplatz, die uns nicht schlafen lässt. Die Krankheit, die uns beunruhigt und beängstigt. Die Euro-Krise, die uns bange in die Zukunft schauen lässt. Der Tod eines geliebten Menschen, der uns traurig macht. Es ist die Sorge um die Kinder, das Haus, den Partner oder eine wichtige Prüfung, die uns in Unruhe versetzt. Wie kann man angesichts von Angst und Sorge ein Lied singen? Wie Gott loben? Paulus und Silas können uns hier zum Vorbild werden. In völlig aussichtsloser Lage, an einem zutiefst finsteren und angsteinflößenden Ort, haben sie Gott von ganzem Herzen gelobt. Und ausgerechnet an diesem scheinbar gottverlassenen Ort haben sie die Zuwendung und Gegenwart Gottes erfahren. Das ist eine ungemein tröstende und ermutigende Vorstellung. Es gibt keinen Ort, der so brutal und so grausam ist, dass ihn Gott nicht zu einem Ort der heilenden Begegnung mit ihm machen könnte. Es gibt keinen Ort, der so einsam und verlassen ist, dass ihn Gott in seiner uns Menschen suchenden Liebe aus den Augen verlieren würde. Es gibt keinen Menschen, der so allein ist, dass ihn Gott nicht in seiner nachgehenden Zuwendung finden würde. Als Paulus und Silas Loblieder singen, ist das wie ein Erdbeben. Der angeblich so feste Grund der Erde bewegt sich. Das Gesetz der Mächtigen, das sie verurteilt und misshandelt hat, gerät ins Wanken. Die dicken Mauern, die das Leben der Gefangenen eingeengt haben, drohen plötzlich einzustürzen. Die Ketten, die schwer auf den Menschen lasteten, fallen von ihm ab. Und die zuvor fest verriegelten Türen des Gefängnisses, die jeden Schritt in die Freiheit verhindert hatten, tun sich mit einem Mal auf. Da, wo Gott handelt, werden Mauern, die trennen, eingerissen, werden Ketten, die Menschen belasten, gesprengt, werden Türen und Riegel, die uns einengen, aufgebrochen. Wo Gottes Geist wirkt, wird Freiheit erfahrbar, Liebe spürbar, Gemeinschaft der Menschen in Frieden erlebbar. Der Kerkermeister, der mitten in der Nacht verstört aus seinem Schlaf auffährt, ist so entsetzt, dass er sich umbringen will. Paulus aber rief, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Alle hier, alle Gefangenen noch da. Das kann der Kerkermeister kaum glauben. Er nimmt an, dass alle Gefangenen längst geflohen sind. Dass er also seine Arbeit nicht ordentlich gemacht hat.
Doch Paulus überzeugt ihn, dass alle da sind. Bemerkenswert ist, dass es immer noch so dunkel ist, dass der Kerkermeister zuerst einmal ein Licht holen muss, um zu erkennen, was los ist. Erst dann sieht er, dass Paulus und Silas los sind. Losgekettet, losgeschlossen, frei. Das beeindruckt ihn so sehr, dass er diese Freiheit auch für sich möchte. Er kommt gar nicht auf die Idee, die Türen wieder zu verschließen und die Ketten wieder festzumachen. Das, was der Kerkermeister gesehen und erlebt hat, verändert ihn und macht auch ihn frei. Er spürt plötzlich, dass das, woran er bisher geglaubt hat, was sein Leben bisher bestimmt und geleitet hat, nicht ausreicht, dass er es nicht das Letzte und Endgültige gewesen ist. Und so fragt er Paulus und Silas nach dem, was aus seinem Leben Sinn geben kann. Er fragt nach dem, was sein Leben wirklich trägt, nach dem, was Halt und Trost gibt, auch in den stürmischen Zeiten des Lebens. Der Kerkermeister in Philippi fragt nach dem, was er tun muss, damit sein Leben wieder Tiefe gewinnt. Es ist die Sehnsucht nach einem gelingenden und erfüllten Leben, die den Kerkermeister zu dieser Frage treibt. Die Sehnsucht nach dem ganz anderen, nach dem, was unser Leben heil macht, nach dem, was wir selbst nicht leisten können, nach dem, was uns nur geschenkt werden kann, von außen, von jemand anderem, von Gott. Paulus und Silas antworten dem Kerkermeister: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Der Kerkermeister glaubte, er ließ sich taufen und wurde frei. Mitten in der Nacht, mitten in der Dunkelheit des Gefängnisses, mitten in Angst und Sorge hat Gottes Liebe Mauern und Ketten gesprengt und dadurch Menschen verändert und dem Leben wieder Sinn gegeben. Eine verrückte Geschichte, nicht wahr? Und doch eine Geschichte, die jedem von uns, dir und mir, helfen kann. Weil wir ganz tief in uns auch diese Sehnsucht nach einem gelingenden Leben spüren. Nur fühlen wir uns so manches Mal erdrückt von der Last der Ketten, die uns einschnüren, und wir fühlen uns eingeengt von den dicken Mauern, die unser Leben belasten. Der Glaube an Jesus Christus sprengt Ketten und befreit aus den Gefängnissen unseres Lebens. Im Glauben an Christus werden auch wir wirklich frei von dem, was uns Angst macht und beunruhigt. Wir erfahren Trost und Geborgenheit, trotz aller Ketten, die uns belasten, und unser Leben gewinnt durch Jesus Christus wieder Tiefgang und Sinn. Wir wissen uns geborgen in der Hand Gottes, der uns mit seiner Liebe Tag für Tag umgibt. Eine Liebe, die unser Herz fröhlich und gewiss macht. Diese Liebe verändert uns. Sie stimmt unsere Seele zu und sie trägt uns gerade auch durch die dunklen und beschwerlichen Momente unseres Lebens. Es lohnt sich also, nach der Liebe Gottes zu greifen, die dich und mich verändert. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet. Im Glauben an Christus leben wir in der Hoffnung, dass wir in den Mauern, Gefängnissen und Ketten unseres Lebens nicht verzweifeln, sondern auch mitten in der Nacht immer wieder zu den Lobliedern finden, die uns trösten und uns zusagen, dass Gott auch in diesen Zeiten bei uns ist und unsere Fesseln lösen wird, dass wir frei sein können. Der Glaube an Jesus durchbricht Mauern, manchmal auch mit einem Lied mitten in der Nacht.